Hallo, mein Name ist Katrin Gildner, ich bin Kommunikationsberaterin und ich unterstütze vor allem gemeinnützige Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Haben Sie für Ihr Museum, Ihren Verein oder Ihre Organisation schon einen Account bei Instagram oder in einem anderen sozialen Netzwerk angelegt? Wenn ja, dann fragen Sie sich wahrscheinlich regelmäßig, was Sie posten sollen. Die Beiträge dieser Organisation sehen meistens so aus. Es handelt sich entweder um eine Ankündigung, also sowas wie die neue Ausstellung beginnt bald oder es gibt noch Freiplätze für den Workshop. Oder es handelt sich um eine Nachberichterstattung von einem vergangenen Event, also zum Beispiel sowas wie: Der Bürgermeister hat uns besucht und wir haben ihm eine Tour durch unsere aktuelle Ausstellung gegeben. Oder hier ist eine Fotostrecke von dem vergangenen Event von letzter Woche. Oder um Aktuelles, also sowas wie zum Beispiel: Wir haben morgen wegen Inventur geschlossen oder wir haben die Vitrinen neu arrangiert. Nutzt man diese Vorgehensweise, dann tappt man leicht in die Berichtefalle. Wenn ein Account vor allem aus Berichten über vergangene Veranstaltungen, vergangene Projekte, vergangene Aktionen besteht, bringt das verschiedene Nachteile mit sich. Nachteil 1. Es geht ja nur um die Vergangenheit, es geht gar nicht um die Zukunft. Viel spannender wäre es doch eigentlich, wenn man sehen würde, was sind die zukünftigen Pläne der Organisation? Was steht als nächstes an? Was sind die Ziele? Was ist die Vision? Zweitens. Wenn nichts passiert, dann kann auch nicht kommuniziert werden. Das ist Ihnen wahrscheinlich zu Beginn der Corona-Pandemie schmerzlich bewusst geworden, als Sie plötzlich alles absagen mussten und dann gar nichts mehr zu erzählen hatten. Und drittens, die Berichte sind, wenn wir mal ehrlich sind, vor allem für Menschen spannend, die schon einen Bezug zur Organisation haben. Wenn Sie fremde Menschen erreichen möchten, die Sie noch nicht kennen und die Sie begeistern möchten von Ihnen und Ihrem Angebot, dann sind Berichte nicht die erste Wahl. Um nicht in die Berichtefalle zu tappen, brauchen Sie also Ideen für Themen, über die Sie auf Ihren sozialen Netzwerken sprechen können, die interessant für Ihre Zielgruppen sind und die zeitlos sind, die also nicht nur an einer bestimmten Aktion, einem bestimmten Projekt hängen. Um Themen zu finden, gibt es verschiedene Methoden. Sie können zum Beispiel datenbasiert vorgehen und Sie können zum Beispiel in Ihre eigenen Statistiken gucken und schauen, was in der Vergangenheit auf besonders viel Interesse gestoßen ist und wie Sie das weiterspinnen können. Oder Sie können recherchieren, was bei anderen gut funktioniert und sich da Inspiration für Ihre eigenen Themen holen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Kreativmethoden neue Themen zu finden. Das können Sie alleine machen oder sogar zusammen mit Ihrem Team.